Herzlich willkommen zu den Zendix Einblicken, unserem wöchentlichen Format, mit dem wir Sie über die neuesten Erkenntnisse aus dem Zendix Research und wie wir diese in den Zendix Investmentfonds umsetzen, informieren. In dieser Woche an dieser Stelle nur ein kurzes Update, denn wir haben zum einen ja erst kürzlich unsere Online-Konferenz gehabt, wo wir den Ausblick für das dritte Quartal ausführlich skizziert haben. Ich verlinke Ihnen in der Videobeschreibung den Link, wo Sie sich die Online-Konferenz im Video anschauen können, wo wir im Detail eben strategische Positionierung für die nächsten Wochen vorstellen und auch ein PDF dort für Sie zum Download bereitsteht, wo Sie sich die Präsentation der Online-Konferenz auch als PDF-Format runterladen können. Und da wir heute noch unseren Monatskommentar und unsere Strategie für den Monat August auf unserer Webseite www.sendix-v.de veröffentlichen. Hier eben gar nicht viele Worte, sondern nur der Verweis darauf, schauen Sie sich bitte diesen Strategiekommentar an. Das ist in diesem Monat sehr, sehr spannend, denn wir beschäftigen uns ausführlich mit dem unseres Erachtens nach dominanten Thema für die nächsten Wochen, nämlich der ja anhaltenden Überraschung auf der Seite der Inflationsraten. Wir sehen anhaltenden Preisdruck von der Produzentenpreisebene, der sich auf die Konsumentenpreise auswirkt. Angetrieben wird das Ganze vor allen Dingen von Frachtkosten. Die Frachtkosten selbst wiederum sind aber ein Spiegel einerseits durchaus der ja, hohen globalen Nachfrage, aber auch, dass wir Begrenzungen, Limitierungen innerhalb des Frachtsystems haben. Wenn wir uns Energiepreise anschauen, sehen wir auch dort deutlich steigende Preisraten. Und dieses Thema ist so dominant, die Preissteigerungsraten auf der Inflationsseite sind so dominant, dass wir glauben, dass das für die nächsten Wochen und Monaten das beherrschende Thema sein wird, was alle Assetklassen ein Stück weit bewegen wird. Wir leiten daraus unter anderem ja eine positive Grundhaltung, zum Beispiel für die Edelmetalle ab. Mittelfristig ist es natürlich auch etwas, was generell alle Sachwertanlagen positiv beeinflusst. Auf der Aktienseite sehen wir es ein bisschen gemischt, denn wir haben hier nicht nur zu berücksichtigen, dass natürlich diese Geldschöpfung alle Assetklassen, alle Sachwerte teurer macht, sondern das ist eben auch eine ökonomische Variable, bei der nicht jedes Unternehmen zu den Gewinnern zählen wird. Aber das haben wir im Monatskommentar für Sie ausführlich dargestellt. Deswegen schauen Sie sich bitte dort die Informationen an. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiter eine erfolgreiche Restwoche und bis zur nächsten Ausgabe. Auf Wiedersehen.